Hallo miteinander, wir sind hier gerade beim Seatracking, hatten jetzt nicht so viel Glück mit dem Wetter, hat viel geregnet, jetzt ist gerade ein bisschen ruhiger. Und wir sind auf Sres in Kroatien und was wir hier tun, das ist quasi mit einem Atemzug zu reisen. Wir haben eine Tasche dabei, die ist wasserdicht und ziehen hier von Bucht zu Bucht, entdecken das Ganze und verbinden hier letztlich das Freitauchen mit dem Naturerlebnis und zwar auch mit der Natur über Wasser. Ja, Freitauchen hat auch immer was mit Naturerlebnis zu tun, aber es geht da eher um das Naturerlebnis unter Wasser. Hier ist quasi Land, Wasser, Luft, um ein paar der Elemente zu nennen, mit dabei. Und genauso wie es beim Seatracking um diese Atmung geht, um diese Atempause, um das bei sich sein, ja, mit seinem eigenen Körper arbeiten. Genau das Gleiche machen wir ja auch beim Apnoe-Tauchen. Hier haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr unseren Fokus auf unserem Körper. Das heißt, es geht um das Körperbewusstsein, es geht um die Atmung und auch die Nichtatmung. Es geht um die Bewegung, um das bewusste und achtsame Tun des Ganzen. Und das macht einen natürlich zu einem besseren Apnoe-Taucher. Und man kann diese Techniken auch in den Alltag übernehmen. Aber man kann sie eben auch in das Scuba-Diving übernehmen. Und hier lernt man sehr viel im Freitauchen, was man nachher auch beim Tauchen mit Tauchgerät tun kann und anwenden kann. Was einen, denke ich, zu einem besseren Taucher macht. Also diese achtsame Art des Tauchens, weniger auf das Equipment zu schauen, mehr auf mich, den Körper, meine Atmung zu achten, das denke ich, macht einen zu einem besseren Taucher. Und darüber habe ich einen Artikel geschrieben, der jetzt in der neuen Dive Master Ausgabe ist. Es geht um das achtsame Tauchen. Schaut gerne mal rein, würde mich sehr freuen. Dankeschön.